Also wir spürten das sehr schnell, gell, weil 1941, nachdem uns die Schule verboten wurde und das Ganze, also wir gingen schon noch ab und zu in die Schule, aber dann wurde es radikal, es war schnell vorbei. Aber dann war der Vater 1941, wurde er ganz früh am Morgen mit einem grünen, offenen Heinrich-Wagen abgeführt. Und er kam nie wieder. Er ist dann in Dachau auch 43, also vernichtet worden. Mama war da mit den Kindern. Wir waren 6, der kleine Ossi, der 35 geboren ist. Ein kleines Kind, ein kleiner Junge, der gerne ins Kino ging, aber wir uns nicht mehr rauswagten, weil ja überall die Fahnen hingen. Also Wien ist sehr rasch mit den Fahnen, rot, weiß, schwarz, Hakenkreuze, weil wir nicht wussten, was das bedeuten soll und was es heißt. Und diese Parolen, wo wir nichts als Kinder anfangen konnten und auch unsere Mama nicht. Was waren das für Parolen? Das waren also die Judenverfolgung. Also Juden dürfen keine Reklame für ihre Geschäfte machen. Ich hatte eine jüdische Freundin hinter einem Viadukt. Und dort ging ich oft hin, um etwas zu lesen. Sie waren 3 oder 4 Jahre älter als ich. Und sie zog immer einen, wahrscheinlich hatte sie keinen anderen, irrsinnig langen, schwarz-grauen Mantel mit riesengroßen Knöpfen. Das dürfte der Mantel von ihrem Vater gewesen sein. Aber ihren Vater habe ich nie kennengelernt. Ich denke heute, dass er wahrscheinlich ins Männerlager gekommen ist und sie mit sehr großer Angst mit mir umgegangen ist, aber sie hatte auch niemanden und so holte sie mich sehr oft ab, dieses Mädchen. Und wir haben Kartoffeln gekocht miteinander und sie hat immer zu mir gesagt, du musst aufpassen auf der Straße. Du darfst nichts reden und also ganz normal bewegen. Und ich habe sie immer gefragt, warum tragst du diesen gelben Stern? Was hast du da für einen Stern? Der ist aber schön, der Stern. Und sie hat gesagt, das verstehst du nicht, lass das. Und frage mich nicht auf der Straße. Irgendwann wirst du schon einmal kapieren. Und wenn der einmal abgerissen war, was ja sehr oft vorgekommen ist, weil wir uns gespielt haben, dann hat sie ihn wieder angenäht und ihre Mutter, die hieß Maria, sie hieß Resi und ihre Mutter war immer in der Arbeit und es war immer sehr wenig zu essen da. Und wenn sie mit mir also runtergegangen ist auf die Straße, dann hat sie immer gesagt, pass auf, da kommen Mädchen, die BDM-Mädchen und HJ-Buben. Und wenn sich die Mädchen mit den HJ-Buben also begegneten auf der Straße, dann ist es ganz wild hergegangen, weil die Begrüßung von ihnen zusammen und dieses kurze Feier, wo die hingingen und wo die hingingen, da musste man schon Angst haben, dass man nicht als so ein normales Kind, die also mit Kleider, die ganz in unserer Bevölkerung also üblich waren, bunt oder so, also sich bewegte, da musste man schon Angst haben, wenn es eine graue Maus wie meine Freundin und ich mit einem bunten Rock dort vorbeiging. Da wussten sie ja, dass das ein Zigeunerkind ist, nicht? Und da spuckten sie aus oder mir mitten ins Gesicht.
Und sie brüllten auch, Zigeuner, Gsindel und.